Ja, hier soll sich irgendwer befinden. Ich glaube, am oberen Ende des Aufzugs kann das sein. Was ist das denn? Ach, das ist das Gegengewicht. Ach so. Mensch, ich habe mich schon gefragt, was ist das denn? Komm, wilder Vor, komm hier mit rauf oder auch nicht. Dann, gut, dann halt nicht. Der kommt hier gar nicht mit rauf. Dann bleibt er halt unten. So. Hier oben ist etwas. Ach, Mensch, sogar krass, sogar mit Sicherheitsvorkehrungen hier. Und mit sehr hochauflösender Bodentextur, krass. Die hätten sie aber wirklich ein bisschen hochauflösender machen können. Naja. Was steht hier? Position halten, Vrykul-Meute zurücktreiben, was? Okay. Ach, der Unteroffizier Gorf, Mensch. Seid gegrüßt, ihr, ja. Hat er drei Arme? Ja, ich... Sag nichts. Warte. Die Offensive beginnt. Du kommst, um zu helfen. Gut, gut. Gorf wurde schon müde vom ständigen Vrykul-Murksen. Hilfe ist gut. Quest beenden. Ist das schön hier? Alter, das muss man sagen, hier ist echt sehr schön. So. Na gut, das hier ist vielleicht jetzt nicht der beste Ausblick, weil es hier doch etwas, naja, voll ist mit Gegnern und mit Kämpfen und Krieg und so. Aber es gibt ja auch schöne Gegenden, wie zum Beispiel, wenn man nach da guckt. Oh, ist das schön. Ach, hier ist so ein Sturmriesenmensch. Das ist, was ist das überhaupt für einer? Keine Ahnung. Eine Lektion in Sachen Angst. Wenn du so viele Kämpfe gemacht hast wie Gorf, dann weißt du, dass man den Bösewichten sehr viel Angst machen muss, wenn man sie gut verhauen will. Diese Vrykul, aber keine Angst. Du machst einen nieder, aber sofort kommt ein anderer. Und der brüllt dann lauter und hat eine größere Waffe als der davor. Das Einzige, wovor Vrykul Angst haben, ist, wenn wir den größten und bösesten Vrykul von allen töten. Geh und murk so lange Winterskorn auf der anderen Seite der Blockade, bis Vrykul-Helden auftauchen. Du machst sie dann alle tot und bohrst Flagge der Königin in sie hinein. Die müssen lernen, Angst zu haben. Okay, also hier die Verteidiger der Winterskorn töten offensichtlich und dann... Das ist so. Ach, da gibt's noch eine Quest. Warte, 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 bevor ich jetzt das hier annehme. Moment. Von diesem, wer bist du denn? Friede sei mit. Ach, die Towncar-Mensch. Ach, hör auf. Die kenne ich nicht. Doch, kenne ich, glaube ich. Du bist ein Dings, Bums. Weißt du schon. Gegrüßt. Ein Tauren. Ein Tauren. Okay. Ich bin Fernläufer Nanik von den Towncar und wurde vom Häuptling des Lagers der Winterhufe ausgesandt, um Verbündete für den Kampf gegen die Vrykul zu gewinnen. Sie sind westlich und südlich unseres Dorfes aufmarschiert. Doch obwohl wir für jeden unserer Toten 10 von ihnen erschlagen, können wir nicht standhalten. Apotheker Skillis hat uns versprochen, zu unserer Unterstützung viele mutige Helden wie euch nach Nordosten zu entsenden. Werdet ihr meinem Volk dabei helfen, die Angriffe der Vrykul abzuwehren? Folgt der Straße nach Nordwesten und überquert den Fluss. Das Lager der Winterhufe liegt im Vorgebirge. Ja, was denn jetzt, Nordosten oder Nordwesten? Hä? Ja, was denn jetzt? Ich verstehe ich gerade nicht. Mögen die Vorfahren euch schützen. Ach, das ist da hinten. Aber das ist Nordwesten. Die wissen selber nicht, was Westen und Osten ist scheinbar. Oder ich habe da gerade irgendwas falsch verstanden. Ich weiß es nicht. Stirb, elender Verteidiger der Winterskorn. Ich töte dich und deinen Anführer. Okay, also ich habe hier sehr viele Quests, die mich irgendwo hinschicken tatsächlich, was ich gar nicht so schlimm finde. Ulf, der Aderlasser, Mensch. Ach, der gute Ulf, Mensch. Der Ulf. Ach ja. Wer kennt ihn nicht, den Ulf? Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Wer ist das? Okay, Verteidiger der Winterskorn. Stirb, du elender Vrykul. Stirb. Ich töte dich. Guck, hier ist noch so ein Verteidiger. Da kommen gleich neue natürlich, ist ja klar. Irgendwann kommt auch der, zumindest steht das da, dass der Anführer oder wie auch immer, da kommt der stärkste Vrykul. Ah, okay, okay, ich muss die Dings aufschließen. Da ist ja der, ja schon, warte mal.
Mach ich das mal gleich. Hier, nee, der nicht. Da, da ist Ulf, der Aderlasser. Okay, warte, hier einmal aufspießen. So, ruf da. Ha! Aufgespießt. Ha! So, hier, yeah, Froststoff. Ich wäre so gerne Millionär. Boah, geil. Alter, 25.000 Gold habe ich schon geplündert. Was, nur? Hier sind es natürlich nur 100 von... Ich verstehe es nicht. Okay, wahrscheinlich ist das für alle Charaktere zusammen. Ich weiß auch nicht. Aber... Ach so, nee, doch. Hier, plündert 100 Gold. Okay, ja, okay. Deswegen. Gut. Habe ich 100 Gold? Ach, da ist Orik, der elende Mensch. Der Elendil? Nee. Oh, genau, Orik, der Elendil. Nee, falsches Spiel. So, aufspießen. Na, jetzt, komm schon, aufspießen. So, hier. Frühkohl am Spieß. Ha! Und wo ist jetzt der andere, den ich töten soll? Wo ist der? Wo ist der? Hier, irgendwo soll er sein. Wo ist denn der? Hier ist der. Der ist jetzt dreimal aufgespießt. Schon, natürlich. Den anderen sehe ich noch nicht. Wie heißt er denn? Gunnar Thorvaldsson. Gunnar. Okay. Die haben auch sehr nordische Namen hier, ne? Tja. Klingt schwedisch. Ne? Genauso wie Borg. Klingt auch schwedisch. Aber ist definitiv nicht schwedisch. Solche Technologie haben die nicht. Und auch keine anderen Menschen. Naja, zum Glück. Ich möchte nicht unbedingt durchs Weltall reisen und dann andere Spezies assimilieren. Aber gut, lassen wir das mal mit Star Trek. Ich spiele mal so... Ich gucke einfach zu viel Star Trek, das ist schlimm, echt. So, wo ist denn jetzt hier... Na, wo ist denn jetzt hier? Wo ist denn der jetzt? Sagt mir. Der soll doch hier irgendwo sein. Skalde der Winterskorn. Entdeckt Quelheim. Ist das jetzt hier drin? Nee, der ist doch... Der muss doch hier oben irgendwo sein. Ach, ein Schaufelhauer. Aber guck mal, wie süß die Schaufelhauer sind. Boah, so einen will ich als... Nee, ich glaube, ich will den doch nicht als Reittier. Das tut, glaube ich, ein bisschen weh, wenn man sich nach vorne lehnt und dann da aufgespießt wird. Oder wenn die irgendwo gegenlaufen und dann hast du kein Airbag und wirst dann aufgespießt. Ist scheiße, ne? Ne? Und mit Airbag kosten die natürlich mehr und das ist blöd. So viel Geld habe ich nicht. Was? Keine Ahnung, was ich da wieder rede. Wo ist denn jetzt, wo ist denn jetzt der andere? Muss ich die jetzt einfach töten und kommen die dann raus, oder wie sieht das jetzt aus? Verstehe ich gerade nicht. Ich bin außer Reichweite. Gunnar. Ich glaube, ich habe die Quest noch nicht gemacht bisher. Kann durchaus sein, weil das ja eine Hordenquest ist und ich Allianz früher gespielt habe. Von daher ist das durchaus nicht unmöglich, dass dem so ist. Wie sieht es eigentlich aus? 81%. Also wirklich vorangekommen bin ich heute aber nicht. Egal. So, wo ist denn jetzt hier? Kommt auch nichts raus, ne? Speerträger der Winterscorn? Nee. Ich glaube, das ist dann wieder außerhalb. Da geht das nicht. Ich sehe den Gunnar auch nicht. Gunnar cum laude? Nee. Summa cum laude hieß das doch, glaube ich. Was heißt denn das auf Deutsch? Kern. Mein Latein ist nicht so toll. Ich hatte nie Latein. Ne? Was hatte ich früher? Französisch. Boah, das war so scheiße. Da ist der Gunnar. Ach Mensch, ich muss sie wirklich einfach nur töten. Ach krass. Da stimmt ja tatsächlich der Questtext und die irren sich nicht. Oder sowas. Na sowas. Na, dann ist ja einfach. Und ich suche den jetzt auch noch. Und dann muss ich den wirklich einfach nur töten. Also nicht den, aber die anderen einfach nur töten. Und dann kommt er auch hierher. Krass. Nur sowas. Gut. Haben wir das auch. Jetzt reden wir mal mit Unteroffizier Gorf. Du hast dort drüben ein paar gute Murkser gemacht. Ich habe gesehen, wie Brückhol fallen und mit Sylvanas Flagge gestochen werden. Was nehme ich denn? Eine geerdete Hose klingt ja auch sehr schön. Nee, brauche ich irgendwas davon? Ach, hier, die Zweihandachs brauche ich. Ach, siehst du, die alte wollte ich auch anlegen. Moment. Halt. Hier, ich hatte ja hier eine Axt bekommen, die wollte ich anlegen. Und dann hatte ich noch einen Streitkolben bekommen, den wollte ich auch anlegen. Die haben hier auch, ja, in etwa gleich viel Schaden. Ist auch die gleiche Gegenstandsstufe.
Gut, Beweglichkeit, Ausdauer ist jetzt nicht unbedingt, egal. So. Was steht hier? Gorf ist manchmal verwirrt. Gorf ist gut im Totschlagen. Deswegen Gorf Unteroffizier geworden. Aber, Gorf kriegt jetzt nie was zum Töten. Okay, Zahl der Toten in Quelheim. Vrökul kommen aus dem Ort da im Westen. Hört gar nicht mehr auf und kein Ende in Sicht. Gorf hatte eine Idee. Du gehst hinein in die Stadt und murkst Winterskorn. Dann werden sie nicht mehr rüberkommen. Quelheim muss brennen. Und ich muss gähnen. Zermalmt sie. Zermalmt ihre Gesichter, sagte er. Und außerdem sagte er mir noch, die Winterskorn töten vielleicht nicht genug. Vielleicht verbrennen wir einfach auch ihre Häuser. Und ihre Brücken. Wir sollten sicher gehen und die ganze Stadt mit Feuer kaputt machen. Du nimmst diese Fackel, geh nach Quelheim im Westen und verbrenn alles. Wird ihnen eine Lehre sein. Hallo, jetzt hab ich nicht angenommen, weil der jetzt hier mitkämpft. Na toll. Also. Annehmen. Gut. Wollen wir mal, dann machen wir das mal, würde ich sagen, ne? Ich laufe hier mal außen rum, das ist sonst, sonst muss ich gegen die alle kämpfen und das will ich nicht. Boah, ist das schön hier. Warte mal, das muss ich mal ganz kurz, da mache ich mal ganz kurz, blub, blub. Und hier guckst du selber mal, ist das nicht schön? Kann man nicht irgendwie die, muss man hier runtergehen? Hier, Screenshot, Thumbnail, warte, ich mache mal ganz kurz, Interface und zwar Namen. Feindliche Einheiten. Hä? Hat er irgendwie nicht? Feindliche Namen? Feindliche Einheiten? Ja, ja, jetzt zeigt mir die doch nicht an. Wieso zeigt er mir... warte mal, wenn ich das jetzt runternehme. Feindliche Einheiten. Ach, das sind die Namensplaketten nur. Okay, jetzt muss ich hier noch freundliche Spieler... Tiere und Haustiere, Gildennamen? NSC-Namen. Ach, hier. Keine. So, okay. Zurück zum Spiel und jetzt mal Interface. Das ist kompliziert, kann man nicht... Ach, das gibt's doch gar nicht. Okay, jetzt muss ich auch noch Tiere und Haustiere rausnehmen. Gut. Also, nochmal. Zurück zum Spiel und jetzt Interface ausblenden. Und jetzt habe ich hier keine Namen mehr drin. Ist das nicht... Das ist doch schön. Hier, Thumbnail. Das ist, da kannst du dich nicht beschweren. Also ich finde das hier sehr schön. Ich gehe mal ein Stückchen voran, dann habe ich hier nicht dieses Dings drin. Vielleicht von hier aus nochmal. Mit dem Schaufelhauer drauf. Warte, so. Hä, was ist denn das immer? Dieses, was da aufleuchtet. Der tut mir nichts, ne? Hoffe ich. Nö, der tut mir nichts. Guck dir den mal an. Auch schön. So. Krass. Also sieht schon schön aus, muss man sagen hier. Ich glaube, das sind Nebelschwaden, die da aufleuchten. Aber krass. Da oben scheint... Was ist das? Soll das die Sonne sein? Ich weiß es nicht. Okay, ich mache das Interface mal wieder an. Das ist so kompliziert, diese Namen. Da müsste es mal eine Taste geben, um die ganzen Namen auszumachen. Also, das hier wieder und das. Genau. Jetzt weiß ich, wie es geht. Gut, dann kann ich es wieder aus- und anmachen immer. Aber das ist ja schön. Das muss ich ja sagen. Also, hier sieht es sehr schön aus. Der heulende Fjord, da kannst du dich nicht beschweren. Du... Also da muss ich sagen, ist sehr schön. So. Ne? Vor allem in der Auflösung. Boah, schon krass. So, Speerträger der Winterskorn muss ich töten. Ja, okay. Gut, aber... Kobalt vorkommen. Das möchte ich haben. Kobalt. Bald habe ich Kobalt. Was ist das denn? Björn Hallgurtsson. Das sind wirklich sehr nordische Namen, ne? Aber warum nicht? Ist ja auch Nordend. Passt ja irgendwie. Ja? Ich habe ja nichts dagegen. Habe ich ja schon in den letzten Folgen erwähnt, dass ich nichts gegen irgendwelche Menschen habe. Außer sie sind selber böse zu mir. Dann habe ich natürlich gegen die bestimmten Menschen was. Aber jetzt nicht gegen... Ne? Also... Kann es auch nicht nachvollziehen. Ach, naja. So, 16 Stück soll ich töten und ich soll hier was anbrennen, habe ich gehört. Und zwar, was denn eigentlich?
Das hier, glaube ich, oder? Na, ja, guck mal. Hier, Hammer angezündet. Behausung der Winterspawn in Brand gesetzt und, ja, gesteckt, nicht gesetzt. Und natürlich hier... Na, komm schon. Stirb, du elender Knochenschinder der Winterscorn. Und wie sieht's aus? 86% immer noch nicht Level 69. Das geht aber langsam voran, ne? Kann das sein? Aber ich quatsche ja auch gerade sehr viel im Let's Play gerade. Und da, naja. So, hier ist noch Espimundi. Aber ein Drenner Schamanen. Ja, natürlich. Ach, diese elenden Drenner immer. Wie ich sie hasse. Kann ich noch nicht tun. Also, wie gesagt, ich habe nichts gegen Menschen, aber im Spiel natürlich gegen Drenner und gegen die Allianz generell. Ne? Aber gut. Die wollen mich auch töten. Deswegen darf ich auch was gegen die haben. Ne? So, was soll ich noch verbrennen? Hier, was denn noch? Kaserne der Winterscorn. Wo sind die hier, die Kaserne? Ach, da hinten ist der Wachturm erstmal. Den soll ich verbrennen. Okay. Und die Brücke, ich glaube, das ist diese hier. Die soll ich auch verbrennen. Und den Wachturm da hinten. Ist das die Brücke? Ja, das ist... Okay, das ist die... Als... Weißt du, bringt natürlich voll viel. Die können nicht das kleine Stück durchs Wasser schwimmen. Ist ja klar, warum sollten sie das auch können? Wäre ja total sinnlos. Ach, ein Mensch, habe ich den in Brand gesetzt, obwohl... Ja, scheint zu funktionieren. Ich finde die Brände nur irgendwie nicht ganz so... Naja, es könnte mehr brennen, das wäre schön. Wenn wirklich da... Hier hinten ist übrigens die Kaserne, glaube ich, die ich in Brand setzen soll. Stecken, nicht setzen. Das Problem ist nur... Siehst du selber. Ach, der tut mir gar nichts. Nur dann... Der tut mir gar nichts. Nö, nö, nö. Warum sollte er mir auch was tun? Warum sollte er auch? Nein, das wäre... Nee. Wäre lächerlich. Der tut mir echt nichts, ne? Nee, irgendwie nicht. Komisch. Hm, na gut. Dann tut er mir nichts. Ist ja auch okay. Stört mich jetzt nicht unbedingt. So, wo sind jetzt hier noch Tote in Quelheim, die ich nicht töten soll, sondern... Naja. So, na dann. Komm dran hier und sterb. Huch. Na jetzt, hier, den will ich töten. So. Ah, schon tot. Juhu. Und Fellkleidungsfetzen. Geil. Boah, ey, ich wollte schon immer mal Fellkleidungsfetzen haben. Boah, das müsste ich ja sagen. Also das... Hier sind Eichhörnchen. Ach, wie schön. Wie süß, ein Eichhörnchen. Okay. Stufe 20, Kleintier. Ich guck mal, vielleicht ist ja... Ne? Hätte hier muss ich hin. Die möchte ich einmal alle heilen. Und dann schauen wir mal, ob ich da vielleicht dieses Eichhörnchen ganz kurz einfangen kann. Vielleicht ist es ja... Vielleicht ist ja was dabei, was ich brauche. Nein, ist natürlich nicht. Gut, macht nichts. Kann ich töten, bekomme ich Erfahrung. Geht ja auch. Eichhörnchen, stirb. Schnarch. Ich glaube, es gibt nicht mal Schwierigkeitsbonus, weil die nicht mal schwierig sind. Ich suche eigentlich nur noch seltene Haustiere. Nicht mehr ungewöhnlich, sondern nur noch blau, also selten. Ich weiß gar nicht, ob es auch Lila gibt. Also, was wären das? Wäre ja dann legendär praktisch. Nee, legendär nicht. Episch wäre es. Legendär wäre orange, aber ich glaube, das gibt's nicht. Ich heile mich mal ganz kurz. So. Okay. Stirb, du elendes Eichhörnchen. Aua. Schmeißt das mit seinen Nüssen auf mich. Finde ich nicht toll. Mag ich nicht. Uferkrebs habe ich schon. Fjordratte habe ich schon. Brauche ich alle nicht. Komm schon, stirb. Fjordratte, stirb. Hm. Ja, toll. Verfehlt. Geil. So, heilen wir uns nochmal. Ich muss die anderen noch kämpfen lassen, ne? Vor allem die Natter, die brauchen ja auch noch Erfahrung. So, na komm schon. So, Fjordratte. Kann ich jetzt einfangen, will ich aber gar nicht. So, ich kann mit dem Frosch alleine alle töten, oder was? Ist ja lächerlich. Hm. Na komm, noch einmal. Ich komme zu dritt nicht gegen meinen einzigen Frosch an, oder was? Auch interessant. Na komm, dann machen wir mal hier. Heilen wir uns nochmal.
Warum nicht? Okay, ich wechsle mal. Hier zur Natter vielleicht. So, und dann einmal eingraben. So. Den Uferkrebs besiegen und dann... Ne? Krebs besiegen ist immer gut. Da ist er tot. Noch nicht. Hat verfehlt. Scheiße. Egal. So, Uferkrebs. Mögest du bitte sterben? Alter, wie viel Schaden macht er denn? Gibt's ja nicht. Okay, ich wechsle nochmal zu Otter. Und dann probiere ich es nochmal. Hier vielleicht nochmal mit eingraben. Aua! Verdammt, was soll denn das? Finde ich nicht toll. Jetzt heilt er sich auch noch, oder was? Das gibt's doch nicht. Na komm schon, stirb, du elender Uferkrebs. Komm schon, stirb. Na, das wird nicht reichen. Okay, nochmal. Schnarch. Der heilt sich schneller, als ich Schaden mache, oder? Nee. Nee, macht er nicht. Okay. Aber er heilt sich nochmal und jetzt mache ich ihn aber platt. Jetzt mache ich ihn aber platt. Jetzt sag ich dir. Jetzt. Ah, na also. Geht doch. So, jetzt bekommen sie alle Erfahrung und heilen sich. Das ist ganz gut, aber hat mir jetzt nicht so viel gebracht, außer dass sie jetzt Erfahrung bekommen haben, was auch sehr schön ist. Wie sieht es jetzt aus? Die Natter ist fast am Aufsteigen. Ansonsten, ja, ansonsten ist da nicht viel. Okay, aber ich persönlich habe auch Erfahrung bekommen. Ne, steht hier gar nicht. Ne, steht nicht mit dabei. Egal. Hier ist nochmal Kobalt. Kann ich gut gebrauchen für Schmiedekunst und für Bergbau-Skill natürlich auch. Muss ich noch... Was muss ich noch machen? Ach so, genau. Ich muss ja die hier noch töten. Ich erinnere mich. Genau, da war ja was. Da war ja was. Jetzt habe ich schon wieder überzogen, die Folge. Egal. Komm, kann sie auch... Hier bin ich falsch. Erscheint ja plötzlich, weißt du. Kann ja auch mal sein, dass ich die Folge einfach mal ein bisschen überziehe und jetzt nochmal 8 Stück töte und dann mache ich aber eine Aufnahmepause und mache die nächste Folge und gehe vor dem Klo und... Naja. So. Stirb. Ha. Tot. Und... Ich bin außer Reich. Knochenschinder der Winterscorn. Auch du mögest sterben. Aber interessant, wie viel Haustierkämpfe ich doch mache. Ich dachte erst, ja, nee, ist nicht so toll, aber aus irgendeinem Grund gefällt mir das. Ich habe aber auch nur noch nie Pokémon gespielt, von daher ist das alles relativ neu für mich. Es soll ja, Pokémon soll ja auch so ähnlich sein, keine Ahnung. Also soll ja auch irgendwie so rundenbasiertes Kampfsystem sein, aber habe ich früher nie gespielt, außer einmal so ein Pokémon-Foto-Ding, wo man irgendwelche Pokémon fotografieren musste und auf Schienen da herumgefahren ist oder so. Oder auf Flüssen. Aber das war jetzt ja kein Kämpfen, das war ja einfach nur Fotografieren. Habe ich früher wirklich nie gespielt. Könnte ich eigentlich auch mal machen oder ich spiele einfach das hier und naja. Haben wir auch ein bisschen Pokémon hier drin. Sozusagen. Oder WoWkemon. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wo ist denn jetzt noch einer hier, den ich töten soll? Wo sind die alle hin? Sag es mir. Wo sind denn die alle? Sag mal, na komm schon, hier müsste einer sein, da ist noch einer. Ein Speerträger. Da wollen wir mal. Einmal rüster und dann töten, töten, töten. Einfach töten, töten, töten. Nö. Gab's da nicht so ein Lied hier aus Findet Nemo? Einfach töten, 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 einfach. Ach nee, es war einfach schwimmen, 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 genau. So. Aber töten ist auch nicht schlecht. So. Ne? Da war doch auch... Boah, Findet Nemo habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Müsste ich eigentlich auch mal wieder gucken, ne? Habe ich das überhaupt noch? Nee, ich glaube, ich habe das gar nicht. Das habe ich, glaube ich, zu Hause gelassen beim Umzug. Weil es nur eine DVD war. Die Blu-rays habe ich mitgenommen, aber die DVDs habe ich da gelassen. Egal. Ja. Na, bis auf Traum to Surprise und So High. Das habe ich mitgenommen. Das war noch auf DVD. Heutzutage gibt es ja irgendwie jeden Film auf Blu-ray. Ich habe zum Beispiel auch letztens Charlie Chaplins Der große Diktator von 1940 habe ich auf Blu-ray gesehen. In Schwarz-Weiß und 4:3, aber egal, auf Blu-ray. Ist wahrscheinlich wirklich hoch auflösen, weil die haben wahrscheinlich den alten Film nochmal neu eingescannt in 1080p oder gleich in 4K. Ja, oder in Ultra HD. Also wird schon passen irgendwie. Gut, ich habe jetzt hier alle 16 getötet, jetzt kann ich hier mal zurückgehen und mich, ja,
erstmal zwischen den Bäumen festhängen, festhaken, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ich gehe mal hier hin. Hier sollte ich nicht angegriffen werden. Und dann kann ich das nächste Mal die Quest abgeben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und mit diesem wunderschönen Ausblick hier, na, verabschiede ich mich. Oder vielleicht mal hier so ein Ausblick. Ich weiß nicht. Das ist aber auch schön hier, warte mal. Hier kannst du eigentlich auch machen. Moment. Blub, blub. Vielleicht mal so. Huch, ne, so vielleicht. Ich darf bloß nicht runterfallen, aus Versehen. So, so ist auch sehr schön. Noch ein Thumbnail. Ach, verdammt. Was nehme ich denn da als Thumbnail dann? Keine Ahnung. Hier, noch ein schöner Ausblick. Na gut, dann verabschiede ich mich mal und wünsche euch noch einen schönen Tag und so, ne? Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.